Das hast du noch nie getan. Willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's Into the Pit. Wir haben ein Kind gefunden. Oh, mein Spiel hat nicht gespeichert. Wieder. Ah, da heißt, ich muss wieder hier hinten alles sammeln. Okay. Okay, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, ob wir genauso viel Geld hatten, jetzt haben wie vorhin. Aber wir haben auszusehen beim letzten Mal ein Ending gemacht. Wir sind einfach abgehauen. Ending. Spiel vorbei. Cool. Aber ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was gerade abgeht. Wir haben hier ein Kind gefunden, was rumheult und müssen ihm helfen, dass er nicht gespringlockt wird. Reservieren Sie unseren Partyraum für Ihre nächste private Veranstaltung. Für jede Reservierung gibt es einen offiziellen Freddy Fazbear-Kuchen gratis dazu. Wow. Hoffentlich auch mit echtem Käse. Ich kann es nicht öffnen, wenn es zugeschraubt ist. Ja, danach suchen wir gerade nach einem Schraubenzieher. Aber da geht's nicht lang. Hier geht's generell nicht lang. Wir müssen noch aufpassen, weil... Ja gut, unten in der Ecke sehen wir... dürfen nicht zu laut sein. Sonst haben wir ein Problem. Und wir können nirgendwo rein, hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Oder vielleicht müssen wir uns genauer umschauen für Items? Wie gesagt, ich komme hier nirgendwo rein. Was? Ich glaube, ich wäre schizophren, Alter. Hö, warte mal. Holzkugeln. Wie? Holzkugeln von einem alten Spielhallenspiel. Aha. Es fügt sich an, als würden ihre Augen jeder meiner Bewegungen verfolgen. Boah, ey, ich schreibe wieder immer schlimmer hier. Ich glaube, einen habe ich schon verpasst, den Screenshot, aber egal, passt schon. Ich finde einfach, um das Kind rauszuholen. Ist es denn hier in dieser Welt oder ist es woanders? Ich gehe nochmal hier in Backstage. Und mal gucken. Warte, was steht da? Von einem Jäger, ja. Damit können wir nicht interagieren. Dem auch nicht. Hier geht's nicht lang. Wenn das dasselbe Pizza-Restaurant ist, frage ich mich, ob Jeff denselben Schlüssel hat. Finde den Schlüssel. Ah. Okay. Vielleicht können wir Jeff in der normalen Welt überreden, dass er uns den Schlüssel gibt. Doch, das macht Sinn. Das macht Sinn. Weiß nicht, warum meine Kerbe aber so wenig Farbe hat. Stört euch nicht, oder? Stört euch nicht. Hier ist es chillig, Alter. Hier würde ich wirklich mal so einen Abend bleiben. Diese Ort erinnert mich auch so ein bisschen an dieses SpongeBob-Meme, wo SpongeBob so ganz traurig an dem Tisch sitzt. Bei Regen. Bis irgendwas passiert. Ey! Man kann hinfallen. Man kann hinfallen. Warum das denn? Ist ja voll dumm. Oh Gott, das wird bestimmt irgendwann passieren mit dem Chase, oder? Ich weiß es doch jetzt schon. Jeff, hast du einen Kellerschlüssel? Zuerst das Bällebad, jetzt der Keller. Hast du Langeweile, Junge? Ja. Ich habe einfach Lust, mich ein bisschen umzusehen. Nun, lass uns einen Deal machen. Nur zwischen dir und mir. Ich bezahle nicht für die Müllabfuhr und habe vergessen, einen Sack im Werk zu entsorgen. Bring den Müll da drüben raus und ich gebe dir den Schlüssel, wenn du zurückkommst. Oh, nimm aber diese Taschenlampe mit. Es wird ziemlich dunkel draußen. Danke, aber die Batterien sind ziemlich leer. Ah, suche Müll, wenn dir der Saft ausgeht. Da drin gibt es wahrscheinlich allerlei interessante Dinge, wie Taschenlampen. Ich meine, wie Batterien für die Taschenlampe. Bah. Okay. Halte X zum Ersetzen. Okay, ich würde sie aber nur benutzen, wenn wir sie auch wirklich brauchen. Einen Müllsack. Riecht wie verdorbene Pizza. Aha. Taschenlampe, denk dran, sparsam zu sein. Danke. Okay, wir haben Müll. Und der Müll muss rausgebracht werden. Und leider meine ich damit nicht Springtrap. Und guck mal, das hätten die doch updaten können, dass da N-E-S-W steht, aber bei uns ist es doch N-O-S-T. S-W, nicht T-B. Hätten die doch mal machen können. Aber egal. Brauchen wir wirklich unsere Flashlight hier? Noch sehe ich ja alles. Oh, eine Batterie. Danke. Was ist denn hier? Achso, Müllsack. Ablegen. Jetzt hol den Schlüssel. Sollte die Batterien der Taschenlampe schon.
Okay, sorry. Ich wollte nur gucken, ob hier noch irgendwas ist. Okay. Wie gesagt, ich wollte nur gucken. Aber gut. Krasse Quest. Abgeschlossen. Gehen wir zurück. Holen wir uns den Schlüssel. Jeff, Kollege, altes Haus. Ich hab's getan. Also erledigt. Danke, Junge. Hast meinen schmerzenden Rücken einen Gefallen getan. Hier ist der Schlüssel, wie versprochen. Katsching! Okay, suche im Keller nach einem Schraubenzieher. Das macht Sinn, ne? Am ehesten würde sich der... im Keller verstecken, der Schraubenzieher. Warte mal, wir können doch auch hier nachschauen. Ob wir vielleicht hier rein können jetzt. Wo ist es denn? Da. Seht ihr? Habe ich das Item jetzt eigentlich noch? Habe ich eine Taste? Lass mal sehen. Ja, ich habe die noch. Es ist völlig mit Fett beschmiert. Okay, toll. So düster. Hä? Scheint so, als wäre da eine Batterie drunter. Okay, wir werden auf jeden Fall voll bombardiert. Das finde ich sehr gut. Es gibt keinen Grund, die Lüftungsschlüssel zu nutzen. Ich habe schon genug in Jeffs Wohnung rumgespielt. Ja, schätzt du das recht? Ist hier eine Kiste? Alter, es ist hell. Okay, oh mein Gott. Ja gut, aber... sonst ist hier nichts, ne? Ich weiß, der Bildschirm ist so rot und gefährlich, aber... gar nicht, Mann. Hier ist gar nichts gefährlich, ey. Hier ist wirklich nichts. Okay, schade. Dann geht das wirklich nur... in Freddy's Pizzeria. Gehen wir zurück. Ich hab mittendrin die Animation gekostet. Ups. Mein Fehler. Upsies. Okay. Hier ist ja keiner gerade. Deshalb können wir auch ein bisschen rumrennen. Habe ich recht? Ja, habe ich. Rein da. Freddy? Klingeln, nein. Hi Freddy! Was geht ab, Kumpel? Nichts? Okay. Verstecken. Warum? Warum soll ich mich verstecken? Hier ist was. Spielmarkeneinwurf. Spielmarken hier einwerfen, um das Spiel zu starten. Welches Game? Genau das, was ich brauche. Rette das versteckende Kind. Okay. Ciao, Freddy. Und Bob. Okay. Alles gut. Komm mal runter. Okay, wir können dem Kind gerne helfen. Der Arme, ey. Falsche Taste, schon wieder. Da, der Schraubenzieher. Noch ein bisschen? Falsche Richtung, richtige Richtung. Oh Gott sei Dank, ich dachte wirklich, er wird jetzt auch gekillt. Ah, danke. Puh, ich dachte schon, ich wäre für immer da drin gefangen. In einem Moment habe ich doch mit meinem Freund gesprochen und dann... Luke, sei leise, Mann. Hier ist ein kranker Killer. Oh, das klingt nach ihm. Er könnte in Gefahr sein. Komm schon, gemeinsam können wir ihn finden, okay? Vergiss es! Lass uns abhauen! Warte, ich suche nach meinem Papa. Du hast nicht zufällig einen großen Mann in einem blauen Hemd gesehen, oder? Du warst ein Erwachsener? Nein, habe ich nicht. Hör zu, Mann. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber... ah! Ach du Scheiße! Kiste, 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 Freddy! Tragisch, ich bin weg! Ich hab falschen Knopf drücken. Oh, mir kommt vor, das ist zu viel chilliger. Als dass du eine Tastatur auf alles suchen musst. Ja.
Was? Pinguis? Was? Was hab ich gesagt? Ist er weg? Entkomme. Bin ich entkommen? Ich will mal behaupten, ja. Danke, Freddy. Taube ab. Er ist bestimmt weg. Er ist bestimmt. Weg. Immer noch entkomme. Hört ihn. Er ist da noch. Ich will schleichen, aber ich hätte das schon schleichen. Ist er weg? Schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung. Okay, aber wir haben den Jungen gerettet. Was jetzt? Nach links? Machen Sie das auch mit den anderen Kindern? Mit meinem Papa? Ich muss ihn finden. Was ist, wenn er gleich wieder anfängt zu leben? Da hätte ich ja Angst vor. Oh nein, nicht Lärm machen. Noch nicht. Bestimmt müsst ihr das gleich machen, um an ihm vorbeizukommen. Ach Gott, hier ist keiner. Das kann ich aufmachen, ne? Erledigt. Sollte sich jetzt öffnen. Was steht denn da eigentlich drauf als Beschreibung? Das haben wir doch gleich gelesen, ne? Ein Schraubenzieher, der zum Reparieren von kaputten Animatronics verwendet wird. Okay. Einfach mal kurz krabbeln. Krabbeln. Nee. Krabbeln. Und dann? Wir können uns damit teleportieren. Okay, okay. Vom Eingang zum Lagerraum. Okay, die Map zeigt mir das aber auch an. Sehr gut. Was will ich hier? Ein Sicherheitsraum? Kann ich überhaupt rein? Nö. Golden Freddy, alles okay bei dir? Schätze schon. Na, Juni 1985. Verschlossen. Alter, was? Ich bin hier stuck? Okay, schätze, hier ist ein Safe Room? Okay, aber hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Aber gut zu wissen, dass ich das machen kann. Ach du Scheiße. Ist er weg? Verschlossen! Really? Ist er weg? Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Es tut mir leid, dass ich so wenig reden kann, aber es ist ein Horror-Game. Ich muss aufpassen. Zumindest macht das keinen Lärm, wenn ich versuche, die Tür zu öffnen. Warte, entkomme. Heißt das, ich muss zurück ins Ballpit? Also ins Bällebad? Das war hier. Oder ist er da gerade drin? Nein, ist er nicht. Entkommen heißt für mich rausgehen. Also boing. Ich hatte nicht viel Zeit, nach Papa zu suchen, aber ich muss mir zuerst einen besseren Plan ausdenken. Ah, es tut mir leid, Papa. Pass auf dich auf, bis ich zurückkomme. Oh, aua. Gehe nach Hause. Ernsthaft? Das ist mal unser Spring Bonnie Kollege. Okay. Oswalds Haus. Tag 2. Ja, jetzt geht's weiter. Ja. Der eine Moment. Das sehen wir am Esstisch? Die küssen sich jetzt aber nicht, oder? Das ist ein schönes Familienfoto. Ah, ne, okay, es war nur ein Traum. Nein! Oh, war das alles nur ein Traum? Ich schätze, dann stich mal auf. Oh, das ist eine Katze! Katze! Ja, Jinx der einen. Was? Was? Was ist das für ein Achievement-Name? Jinx der einen. Das klingt komisch. Das Godzilla-Poster im Hintergrund. Das ist super. Ich liebe diesen Spielzeugroboter. Er hat einen Knopf, der ihn durchdrehen und viel Lärm machen lässt. Ich habe ihn gelegentlich eingesetzt, um Papa zu erschrecken, wenn er im Keller war. Oha, warum?
Raum. Schauen wir uns ja mal ein bisschen um. Ich kann aus dem Fenster schauen. Als ob. Was? Was ist denn da? Als ob, was? Zu gestresst, um jetzt was zu zeichnen. Okay. Ja, wäre ich glaube ich auch. Ist hier irgendwas Neues sonst? Nee, oder? Nee, nicht wirklich. Frühstücken. Ja, meinst du wirklich, wir sollen jetzt frühstücken? Na gut. Mein aufstrebender Sechsklässler ist erwacht. Hä? Der erste Schultag. Schläfst du noch, junger Mann? Ich hoffe nicht. Ich hatte einen seltsamen Traum über Papa. Mach dir keine Sorgen. Papa geht's gut. Er wartet im Esszimmer auf dich. Was? Papa? Du wartest im Esszimmer auf mich? Das hast du noch nie getan. Vielleicht lasse ich das Frühstück heute lieber aus. Aber der Papa wollte heute Morgen mit dir frühstücken. Nächster Tag? Morgen? Vergiss dein Pausenbrot nicht, damit du heute nicht verhungerst. Ja, ich hol kurz mein Lunch. Heute. Ein Edgebier ab, danke. Ein Chicken-Käse-Sandwich, das ikonischste Schuhessen. Oder so. In Amerika wahrscheinlich. Hi! Dad! Na? Kannst du bitte leiser atmen? Das ist gruselig. Ciao, Dad. Ich gehe jetzt. Okay. Was? Wenn Omi nicht leben würde und Mamas Shop nicht so sicher wäre, bin ich mir sicher, wären wir inzwischen in eine neue Stadt gezogen. Irgendwo weit weg von gruseligen Pizzerien und seltsamen Wellebädern. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Geh zur Schule. Jetzt wird's langsam weird. Alles bisher noch nicht, aber ab der Schule wird's weird. Schule Tag 2. Tipp, wenn du verfolgt wirst, findet ein Versteck. Was? Crazy. Ah ja. Ich kann nicht aufhören, an dieses Ding zu denken. Ich wünschte, ich könnte einfach weglaufen. Meh, wir könnten in so einer Situation sein Pausenbrot essen. Wo sind wir überhaupt? Ich sehe mich gar nicht. Ach, da hinten. Neben der Lehrerin. Bösartiger Komplize. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist, Jet? Hau doch ab, wenn du so ein Angsthase bist, sagt Jet. Aha. Hey, wer war das? Unterbezahlte Lehrerin. Lauf! Oh shit. Was geht jetzt ab? Sieh dir an, was zurückgelassen wurde. Ich frag mich, ob dieser Junge noch mehr davon hat. Okay, Leute. Frau Mischam. Lass uns langsam wieder zurück zum Unterricht gehen. Stimmt. In der Vergangenheit haben die über eine neue Lehrerin namens Frau Mischam erzählt. Wahrscheinlich ist sie hier aber schon sehr lange da. Oh, eine Batterie. Hoffentlich hat sie noch Saft. Hat sie das? Hat sie. Sehr gut. Ich brauche sonst nichts, was ich brauchen könnte. Alright. Wenn du meinst, du sonst nichts brauchst. Körperwerfen? Jetzt? Alter. Dylan. Riech wie Frischfleisch. Das ist mein Pausenbrot. Oswald, der Ozelot hat vergessen, wie man isst. Das war das Einzige, was du gut konntest. Das ist der Gehilfe. Der war gut, Dylan. Ja, Mann. Crazy. Tierliebende Schwede. Ich weiß nicht, ich finde den Namen für lustig. Meine Familie hat 3 Katzen. Oh, ich liebe Katzen. Ich habe 2 Hunde. Ich habe einen Hasen. Ich hasse Hasen. Ja, nach dem Erlebnis würde ich Hasen auch hassen. Beruhigt euch, Kinder. Denkt daran, dass erst die Glocke läuten muss, bevor ihr... Der Unterricht ist vorbei. So, nicht anders. Ja, brauchst du was, Oswald? Ich brauche... Nein, nichts, Frau Michael, Entschuldigung. Vor allem bei der Katze kann sie eine tolle werfen. Vergiss nicht, Kapitel 3 in deinem Geschichtsbuch zu lesen. Wir haben am Freitag einen Test. Wenn ich bis Freitag überlebe? In Erinnerung schwelgender Schüler.
Meine Familie ist nach dem ersten Schultag immer zur Rollschuhbahn gegangen. Wenigstens bist du mal da gewesen. Ich werde nie dorthin kommen, jetzt wo sie geschlossen ist. Ich hoche sowieso viel lieber zu Hause rum und spiele Field Forge. Ich glaube, das soll Hocken sein, aber hoche? Ich glaube, du meinst mit meinem Washington Irving Aufsatz anfangen, oder? Oha. Ich kann nicht glauben, dass wir im ersten Schultag tatsächlich gearbeitet haben. Hä? Haben wir gearbeitet? Der Klassiker. Wieso kann ich nach oben umschauen, aber nicht nach unten? Weird. Okay, wo ist denn dieser Typ mit den Böllern? Wir müssen die Böller schnell finden. Ein Zurück zur Schule Poster. Der letzte Nagel im Sack für die Sommerferien. Oh ja, Mann. Oh ja. Wie sieht es eigentlich aus mit der Karte? Platz Nummer 1, 2, Flur, Rektoratsbüro und Spielplatz. Ziemlich kleine Schule. Vielleicht so eine Privatschule. Nichts geteilt durch 2 ist nichts. Wahrscheinlich ein Mathematik-Lehrbuch. Wahrscheinlich. Und hier. Gutscheinprüfer. Ein Scansystem, das die Gültigkeit eines Preisgutscheins überprüfen kann. Okay. Ehrlich gesagt, das Spiel fühlt sich nicht an wie ein FNAF-Spiel. Es fühlt sich eher an wie ein Spiel mit FNAF Collab oder so. Wisst ihr, was ich meine? Es fühlt sich nicht hauptsächlich wie ein FNAF-Spiel an. Das gäbe es am Freitag ein Event, um die Stimmung für das Spiel aufzuheizen. Vermutlich ein echter Spaß. Ja, Mann. Hey, du bist der Typ mit den Feuerwerkskörpern. Jet heißt er. Ja, das klingt auch ganz gut, aber mein Name ist Jet. Hast du noch ein paar, die ich mir ausleihen könnte? Erstens, Junge, du kannst Feuerwerkskörper nicht einfach ausleihen. Die sind mehr oder weniger nur für einmalig Gebrauch gedacht. Okay, kannst du mir dann einen geben? Ach, du hast doch gar keine Ahnung, was diese Dinger kosten? Ich sag dir was. Normalerweise bin ich nach der Schule in der Bibliothek. Bring mir was ich sonst irgendwo bekommen könnte. Und vielleicht können wir tauschen. Okay, was willst du haben? Ich kann mal zu Hause nachschauen, ob ich was habe. Eine Batterie. Die nehme ich mal für mit. Wir haben mehr Pokal als das Team der Highschool. Ja, sie sind zwar für Brennball, aber trotzdem. Na, ich wollte noch gar nicht gehen. Hey, wie wäre es, wenn du ein Buch darüber liest, wenn man kein Loser ist? Ha, voll gut, Alter. High five. Komm, Leute, lass uns aufhören, Zeit mit diesem Nerd zu verschwenden. Oha. Mobbing. Voll krass, Mann, ey. Hör nicht auf sie. Du bist nur neidisch, weil du lesen kannst. Danke. Die Rabauken haben mich an einer alten Schule auch wegen des Lesens schikaniert. Nun ja, dann müssen sie ziemlich dumm sein. Ich lese tonnenweise Science Fiction. Was siehst du gerade? Antike griechische Mythologie. Oh, das wollte ich schon immer mal lesen. Haha, eigentlich ist es auch irgendwie Science Fiction. Es geht vor allem darum, mutig in unmöglichen Situationen zu sein. Na, wenn du jemals etwas mit Bildern drin lesen möchtest, leih dir gerne meine Comics aus. Oh, wenn du Kunst magst, hast du vielleicht sogar Verwendung für dieses Ding. Ich habe gestern meinem Opa geholfen, etwas Kram aufzuräumen und dabei sein altes Skizzenbuch gefunden. Da sind ein paar tolle Zeichnungen drin. Ein Skizzenbuch? Schauen wir mal rein, oder? Die Meisterwerke von Gabriels Onkel. Peter! Kein Essen in Chicas Nähe. Warum beginnt sie widerlich zu riechen? Was ist das für ein Geruch? Techniker 2 hat den Geruch auch bemerkt. Ich bin nicht der Einzige. Neue Verhaltensweise. August, Chica baut Müllnester. Macht sie die Mitarbeiter darauf aufmerksam, dass alle Müllsäcke vor dem Schließen rausgebracht werden müssen. Ja, Chica mag Müll, das wissen wir. Unternehmensproblem Nummer 83. Reparaturen und Untersuchungen des inneren Torsos sind zu verschieben. Aktivieren Sie das Geruchsprotokoll tagsüber, um zu vermeiden, dass Chica Essen stiehlt. Kinder weinen, wenn sie das Endomaul sehen. Das Endomaul? Jede Fehlfunktion der Sprachbox muss dem oberen Management gemeldet werden. Versuchen Sie nicht, Bonnies Gitarre zu spielen. Die Schaltkreise aktivieren das Strangulationsprotokoll. Okay. Umarmung anpassen hat den Rücken eines Kindes gebrochen. Schon wieder. Erneute Anpassung. Warum gibt es dafür überhaupt ein Protokoll? Wie oft ist das schon passiert? Bonnie so. Eine coole Animation. Crazy. Kleben Sie den Hut auf den Kopf. Kinder stehlen ihn immer wieder. Die oberen kümmern sich nicht um die Sicherheit. Die Käfer bei den neuen Modellen sind immer noch unberechenbar. Warum schreit er ständig?
halten sie helle Blitze von Freddys Blicken fern. Sie versetzen ihn in Raserei und lassen die Schaltkreise durchbrennen. Keine Kamerablitze. Denkt daran, die dunklen Augen schauen zu. Also Freddy mag kein Licht. Wir haben ihn aber vorhin angeleuchtet. Okay, wir haben uns nicht ins Auge geleuchtet, als wir mit dem Raum mit ihm waren. Passt. Die KI-Programmierung führt dazu, dass Freddy Partygäste belästigt, indem er Türen bewacht. Techniker 2 ist im Einsatz. Techniker 2 weiß etwas? Wo ist er? Freddy versucht ständig, seinen eigenen Kopf abzunehmen. Techniker 2 ist im Einsatz. Keine Lichtshows. Techniker ist einfach 5-mal in Folge nicht erschienen. So sieht's verspät. Boah, hier geht's immer weiter. Cupcake ist nicht echt. Bzw. der Cupcake ist auch ein Roboter. Zufällige Dinge erscheinen an Orten, wo die sie nicht hingehören. Ermutige andere, wachsam zu sein. Das ist ein Verstoß gegen den Gesundheitscode. Nicht, dass es die Oberen interessiert. Ich glaube, dieses Unterstreichen überall, das ist gedacht für den englischen Text, glaube ich. Mehr zufällige Dinge erscheinen und alles beginnt sich zu einem kreisförmigen Haufen zu formen. Ein Haufen mit einer Vertiefung in der Mitte hat sich eindeutig gebildet. Chica wird gestohlenes Essen zu dem Haufen bringen und es dort essen. Okay. Das jüngste Sicherheitsupdate hat die KI beschädigt. Chica steckt im Erhaltungsprotokoll fest, wie ein selbstberuhigender Mechanismus in der Nacht während der Sicherheitsrunden. Es beißt. Passe aus deine Finger auf. Digga, diese Rechtschreibfehler, ich komme nicht drauf klar. Jemand hat in die Sprachbox des Cupcakes eingegriffen und sie so programmiert, dass sie knurrt. Techniker 2 wurde gebeten, das zu untersuchen. Techniker 2 vermisst? Jumpscare von dem Cupcake oder was? Coole Gitarre, Mann. Neues Gitarrenmodell. Bonnies Saiten reißen jetzt mindestens einmal pro Woche. Wechselt sie auch, wenn sie noch intakt sind, um ein Reißen auf der Bühne zu vermeiden. Er bewahre die alten als Ersatz auf. Das obere Management hat alle alten Saiten zur Entsorgung außerhalb des Standorts angefordert, aufgrund eines anhängigen Rechtsstreits. Techniker 2 wurde gebeten, sie bis zum Ende des Tages beim Berg zu entsorgen. Ja, es gab ja wirklich mal so eine Geschichte, dass die Gitarre von Bonnie aus Staff 1, glaube ich, musste umdesignt werden, weil die Gitarre schon jemand irgendwie schon Copyright hatte und so. Da musste Scott dann komplett ein anderes Design und dann. Ich glaube, das ist jetzt das Neue. Glaube ich. Weiß nicht mehr, wie das Alte aussah. Ich glaube, das Alte hatte so 2 Flügel. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß wirklich nicht mehr. Aber ich find's lustig. Bonnie ist so stark, dass er die Saiten einfach kaputt reißt. Wahrscheinlich wollen sie nach dem Elektroschock-Vorfall, armes Kind, nicht verklagt werden. Das geht immer weiter. Detailliertes Diagramm des animatronischen Auges. Ja, Cthulhu. Detailliertes Schichtdiagramm des Anzugs. Ganzkörperanzug, Polsterung, Endoskelett. Von der Polsterung wusste ich nie was. Oh. 3 Sticker. Das da unten sieht aus wie Pikachu. Was zur Hölle? Okay. Interessant, danke. Als ob. Er war früher ein Techniker, also sind es nur kritzeleine Notizen von seinem alten Job. Er wollte hier noch nicht darüber reden. Sollte es eigentlich wegwerfen, wollte aber das Papier nicht verschwenden, verstehst du? Haha, ja. Ich bin jetzt Gabriel. Ich bin Oswald. Das ist ein interessantes Skizzenbuch, Gabriel, danke. Das behalten wir auf jeden Fall, würde ich mal behaupten, wa? Bitte feiert uns beim regionalen Volleyballturnier an. Ich weiß, dass wir dieses Jahr alles schaffen können. Ja, ist das so? Ich habe heute Nachmittag den Hausmeister belauscht, wie er mit seinem Mob geredet hat. Muss von einem sehr sauberen Geist besessen sein. Okay. Ich habe eine brillante Idee für unsere Schultalent-Show. Eine synchronisierte Wasserballonschlacht-Vorführung, das wird episch. Wow, klingt heftig. Warum Wasserballons? Warum keine Wasserballons? Touché. Ja, wir sollten auch noch nach Hause rennen. Dylan hat einmal daran gezogen und sie mussten die ganze Schule evakuieren. Er hat richtig viel Ärger bekommen. Ja, Dylan ist so einer, ne? Das wissen wir jetzt auch. Wie sie gucken so. Bitte fall uns an. Das ist die gleiche. Principal Office, können wir da rein? Wir können rein. Wir können uns in diesen umschauen. Oh. Ein gerammter Artikel aus der Schülerzeitung. Die Schlagzeile handelt von der Zeit, als wir ein Brennballturnier gewonnen haben. Huh. Nett. Wenn ich die Augen zusammenkneife, kann ich von hier aus mein Haus sehen. Also, kleine Stadt. Papa kam immer zu den Elterngesprächtagen. Ich bezweifle, dass dieses Ding hingehen wird. Ja, wann auch immer der nächste Tag sein wird. Ich hoffe nicht, dass Spring Bonnie da erscheinen wird.
Diese Spinde werden nicht benutzt. Es gibt nicht mehr genug Kinder, die sie brauchen würden, seit Werk geschlossen wurde. Hm. Verstehe. Okay, mit euch haben wir schon geredet. Okay, Freunde, würde ich sagen, in der nächsten Folge... Diese Spinne, ey. Würde ich sagen, in der nächsten Folge rennen wir zurück nach Hause und suchen einen Gegenstand für Dylan, damit wir unseren Gegenstand mit seinen Böllern auswechseln können. Mit den Böllern können wir vielleicht weiterkommen. Weiß noch nicht, was sein Plan ist, aber wir werden es herausfinden. Ah, sorry, er heißt Jet. Dylan war der Mobber. Sorry, Jet. Ja. Welcome. Goodbye. So, High Five.